meiner Zeit als Spieler waren das natürlich heiße Derbys. Ich kann mich an ein paar erinnern. Unter anderem auch Platzverweis von Kalle Rummenigge, weil er dem anderen eine Watschen gegeben hat. Ich glaube, wir haben einmal den Mund ein bisschen groß aufgemacht. Ich glaube, ich habe gesagt, dann schlagen wir die 5 und 6-0. Und ich glaube, in die gleiche Kerbe hat der Uli da auch reingeblasen. Und ich kann mich gut erinnern, das Spiel. Wir haben 6-1 gewonnen und 6 überhaupt keine Chance gehabt. Ja, ich habe kein Tor geschossen, hat er gut gehalten. Ja. Egal, ob jetzt 60 in der dritten Liga spielt und Bayern in der ersten, es ist ja eine gewisse Hassliebe dabei. Da wird es für die Mannschaft, für die zweite Mannschaft auch einmal spürbar sein, was es heißt, ja, ein emotionelles Spiel zu gestalten und was vorher abläuft, an die Grünwalder Straße zu fahren, die 60er Fans zu sehen, Verkehrschaos und. Das spielt dann auch eine kleine Rolle im Kopf, wenn dann, ja, bevor das Spiel losgeht.